Ist der Abtober abgesagt? Rutscht der Bitcoin vielleicht sogar nochmal auf 40.000 US-Dollar zurück? Und wie kann es sein, dass große institutionelle Big Player Bitcoin im Wert von Milliarden kaufen, wir es im Kurs allerdings gar nicht sehen? Auf welche Daten man schauen sollte, warum ich trotz der aktuell eher bärischen Marktphase weiterhin bullish bleibe und was vor allem die nächsten Monate und Jahre extrem relevant ist, schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Samstags-Q&A beantworte ich einige Fragen. Dabei habe ich ein Thema allerdings so groß aufgegriffen, dass es wohl heute das Hauptthema des Videos wird. Es ist meiner Meinung nach allerdings auch eines der wichtigsten und relevantesten Themen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, daher würde ich mich extrem freuen, falls du dem Video eine kurze Bewertung dalassen könntest und vielleicht sogar einen Kommentar schreibst. Das würde mich extrem unterstützen. Natürlich wollen wir jetzt allerdings auch mit dem Content anfangen. So reden wir nicht länger um den heißen Brei, sondern springen direkt auf die erste Frage bzw. die ersten Fragen. Abtober abgesagt. Andere YouTuber sprechen viel von einer Korrektur auf ca. 40.000. Was denkst du darüber? Ja, zum Thema Abtober und dem schwachen Monatsstart in den aktuellen eigentlichen Oktober muss man an dieser Stelle ganz klar berücksichtigen, dass wir zum einen in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen haben, dass gerade zum Monatsbeginn der Bitcoin tendenziell schwächer dastand. Des Weiteren muss man vor allem berücksichtigen, wie das Marktsentiment vor einigen Wochen war. Der September war historisch stark, so stark wie seit 2012 nicht mehr, was auf der anderen Seite dann natürlich für eine massive Euphorie am Markt gesorgt hat, sodass natürlich am Markt gerne das Gegenteil von dem passiert, was die Marktteilnehmer erwarten. Alle erwarteten einen Abtober, jetzt sehen wir tendenziell teilweise auch stärkeren Abgabedruck, doch am Ende des Tages muss man natürlich auch nüchtern bleiben und an dieser Stelle berücksichtigen, dass der Abtober bzw. der Oktober immer noch einige Wochen vor sich hat, weshalb ich glaube, dass wir nicht unbedingt so negativ abschließen müssen, wie es die ersten Tage des Oktobers vielleicht gezeigt haben. Ob wir jetzt eine Korrektur auf 40.000 US-Dollar sehen oder nicht, bleibt natürlich fraglich. Ich habe mir diverse YouTuber und Chartanalysten dazu angeschaut und wenn ich mir so ihre Charts anschaue, dann schreiben sie so, ja, 40 bis 50%, dass wir diese Korrektur sehen. Ist für mich jetzt an dieser Stelle keine große Hilfe, denn ob ich jetzt eine 50% Wahrscheinlichkeit habe, indem ich einen Coinflip mache oder mir einen Chart anschaue und mir dann 40-50% eingezeichnet werden, hilft mir nicht so wirklich groß weiter. Tendenziell kann es natürlich passieren. Ich persönlich gehe allerdings davon aus, dass wir dann geopolitische stärkere Krisensituationen erleben müssten. Bleibt natürlich zu hoffen, dass das Ganze nicht passiert. Natürlich zum einen aufgrund des Kurses, viel wichtiger allerdings aufgrund der Menschenleben, denn ich glaube, das ist das, wo wir uns auf jeden Fall alle einig sind. Krieg ist was Fürchterliches und es bleibt einfach nur zu hoffen, dass sich die Situation im Nahen Osten oder auch in der Ukraine schnell klären und so wenig Menschen wie möglich in diesen Kriegen sterben müssen. Ob wir jetzt auf das Niveau zurückfallen, kann sein. Einige Daten deuten zumindest darauf hin, dass wir da eine gigantische Unterstützung sehen. Das heißt, sollte Panik ausbrechen, sind die 40.000 US-Dollar definitiv ein möglicher Bodenbereich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir allerdings wirklich so stark zurückbrechen, ist für mich auf jeden Fall geringer als 50%, weshalb ich auch an meiner Position nichts ändere. Höchstens nachkaufen würde, sollten wir tatsächlich in diese Bereiche laufen. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu der Frage, mit der ich mich am heutigen Samstag viel beschäftigt habe. Ich habe viele Daten zusammengesammelt, um euch einfach mal vernünftig zu erklären, wie es zustande kommt, wie was zustande kommt, steigende Nachfrage und angeblich will keiner verkaufen, Kurs fällt. Was ist das für eine Logik? Ist ja klar, dass man ein Problem damit hat, wenn man sich einbildet, sich in einem Bullenmarkt zu befinden, wenn man tatsächlich gerade einen Bärenmarkt mitmacht. Ich habe viele solche Kommentare gesehen, wo sich die Leute fragen, Robin oder auch andere YouTuber sprechen immer wieder von großen Nachkäufen, beispielsweise Michael Saylor, der hier und da mal eben ein paar tausend Bitcoin aufkauft, irgendwelche Regierungen die kaufen oder auch Unternehmen, die teilweise Stärke akkumulieren, doch man sieht es nicht im Kurs. Und wie kann es sein und auf welche Daten sollte man jetzt achten? Ich habe an dieser Stelle wieder unser bekanntes Orderbuch mitgebracht. Bereits vor 3 Wochen habe ich ein Video über eine ähnliche Thematik gemacht. Ich verlinke das Ganze. Da es allerdings einige Fragen dazu gab, möchte ich das im heutigen Video noch einmal ausführlich erklären. Also, wir haben quasi ein Orderbuch. Das funktioniert noch so wie vor 100 Jahren, nur dass es heutzutage digital ist. Das heißt, es kommen die Käufer und die Verkäufer, die hierbei aufeinander zulaufen. Ich verlinke, wie gesagt, nochmal das damalige Video. Dort bin ich auf das Orderbuch etwas genauer eingegangen. Kann ich nur empfehlen, sich das Video anzuschauen. War auch eine Menge Arbeit. Was wir also jetzt haben, sind auf der einen Seite die Käufer und auf der anderen Seite die Verkäufer. Momentan haben wir wenig Käufer und wenig Verkäufer. Ihr wisst, das Bitcoin-Interesse ist momentan sehr, sehr gering. Es gibt nicht viele
vor allem Retail-Investoren, also Investoren wie du und ich, die gerade groß verkaufen oder auch groß kaufen, denn wir haben mittlerweile wahrscheinlich unsere Preisniveaus bis zu dem aktuellen Kurs gut abgearbeitet, unsere Nachkauftranchen getätigt und lassen höchstens unseren Sparplan laufen, während Leute, die Gewinne realisiert haben, jetzt, wo der Bitcoin ein paar Prozent unter dem All-Time-High steht, nach 3 Monaten wohl auch nicht auf die Idee kommen, oh, jetzt will ich größere Bestände verkaufen. Wir haben also relativ ausgeglichen Käufer und Verkäufer. Doch was sind jetzt die großen Wale, die im Hintergrund angeblich akkumulieren? Wir sehen, dass das Käuferinteresse ansteigt und hier wirklich große institutionelle, so wie beispielsweise ETF, allerdings auch Unternehmen selber oder auch große Einzelkäufer auf der Käuferseite dazukommen. Sie haben jetzt auf der anderen Seite wenig Verkäufer, würden also, wenn Sie jetzt große Bestände kaufen, das was Sie machen, den Kurs nach oben treiben. Doch wie kann es sein, dass Sie ja angeblich so viel kaufen und der Kurs nicht massiv nach oben steigt? Ganz einfach, Sie gehen nicht an das offizielle Orderbuch, sondern kaufen diese Bitcoin OTC. Wenn du große Bitcoin-Bestände kaufen möchtest, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht wollen, dass du Bitcoin kaufst, den Kurs nach oben treibst und jeder Bitcoin-Kauf, den du tätigst, du immer mehr bezahlst. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wo du den Bitcoin zum aktuellen Kurs kaufen kannst, ohne die Märkte zu beeinflussen, wäre es ja für dich als Käufer von Vorteil, weil du dann nicht Stück für Stück immer teurer kaufst. Und genau das machen diese großen Marktteilnehmer. Sie gehen gar nicht ans öffentliche Orderbuch und beeinflussen damit den Kurs, sondern kaufen diese Bitcoin OTC. Jetzt sehen wir hier, ja, aber es gibt doch aktuell gar keine OTC-Verkäufer und das stimmt vielleicht. Momentan sind die OTC-Verkäufe rückläufig gewesen. Gerade in den letzten Monaten, vor allem über den Sommer verteilt, sahen wir allerdings ja unter anderem die große Kapitulation der Bitcoin-Miner, gigantische Verkäufe der US-Regierung und auch mehr als 100.000 Bitcoin, die von Mt. Gox verteilt wurden. Insgesamt sprechen wir hierbei von mehreren 100.000 Bitcoin, die in den vergangenen Monaten auf die Märkte geflossen sind, während der Bitcoin von der Spitze aus gerade einmal nur 33% korrigierte. Jetzt kann man natürlich sagen, 33% ist ja schon viel. Historisch betrachtet, im Vergleich zu anderen Bullenmärkten ist das noch gar nichts, wobei natürlich sich dieser Abverkauf jetzt über eine längere Zeit gestreckt hat. Dieser Abverkauf hätte allerdings deutlich größer ausgesehen, hätte man diese Bestände tatsächlich direkt im Orderbuch verkauft, denn wir sprechen immerhin von Hunderttausenden Bitcoin, die auf die Märkte geflossen sind und das zu einer Marktphase wie das Sommerloch, wo eben kaum Käuferinteresse auf der anderen Seite besteht. Auch die ETFs haben natürlich in den letzten Monaten gekauft. Ich habe das Ganze hier mal genauer angeschaut. Seit Juni haben die Bitcoin-ETFs netto ca. 4,7 Milliarden US-Dollar in Form von Bitcoin gekauft. Das sind etwas über 70.000 BTC. Also auch die ETFs in den letzten Monaten hätten nicht diesen massiven Abgabedruck ausgeglichen, wo wir auch jetzt einen leichten Abschwung gesehen haben. Diese Bitcoin der Bitcoin-Miner, teilweise auch Mt. Gox Bitcoin und auch Bitcoin der Regierung sowie auch andere größere Verkäufe sind also nicht im öffentlichen Orderbuch gelandet, weil sie sonst den Kurs massiv unter Druck gesetzt haben. Auch diese Bitcoin sind OTC gelandet, allerdings eben auf der Verkäuferseite. An dieser Stelle muss man verstehen, wie so ein OTC-Desk funktioniert. Das Ganze ist natürlich vom traditionellen Finanzmarkt extrem kompliziert. Ich versuche das hier einfach und bildlich zu erklären. Angenommen, du hast 100.000 Bitcoin, also wirklich eine gigantische Summe und möchtest jetzt diese am liebsten verkaufen. Sagen wir einfach, diese 100.000 Bitcoin sind derzeit 7 Milliarden Dollar wert. Jetzt könntest du natürlich mit diesen 100.000 Bitcoin zu Coinbase gehen und dort diese Bitcoin verkaufen. Da wir momentan allerdings wenig Käufer haben, würdest du relativ schnell die Kaufanträge nach unten hin abarbeiten und den Kurs eben drücken. Du würdest für deine 100.000 Bitcoin, die jetzt in deinem Portfolio zwar 7 Milliarden wert sind, also niemals 7 Milliarden bekommen, weil du während du diese Bitcoin verkaufst, den Kurs unter Druck setzt und dadurch immer weniger pro Bitcoin bekommst. Was machst du also? Du suchst dir jemanden, der dir diese Bitcoin direkt abkauft. Wenn du jetzt auf deiner Bitwax beispielsweise 100.000 BTC hast und diese an eine andere Adresse überträgst, ist das zwar eine On-Chain-Transaktion, diese hat allerdings natürlich keinerlei Einfluss auf das öffentliche Orderbuch. Du kannst diese 100.000 Bitcoin jetzt beispielsweise an den OTC-Desk von Coinbase übertragen und bekommst dafür von Coinbase Cash. Warum sollte Coinbase das machen? Ganz einfach, sie geben dir nicht den vollen Wert. Diese 100.000 Bitcoin sind derzeit vielleicht 7 Milliarden Dollar wert, würdest du sie allerdings am freien Markt verkaufen, würdest du vielleicht nur 6 Milliarden Dollar bekommen. Jetzt kommt beispielsweise der OTC-Desk von Coinbase und sagt, pass auf, ich kaufe dir diese 100.000 Bitcoin für 6,6 Milliarden US-Dollar ab.
Das ist zwar weniger, als sie derzeit wert sind, du bekommst allerdings immer noch mehr, als wenn du sie am freien Markt verkaufst. Für dich ist es also ein sinnvoller Deal und auf der anderen Seite ist es für Coinbase quasi ein No-Brainer-Geschäft, dass sie große Bestände kaufen und das zu einem günstigen Kurs. Gerade zu Zeiten der Miner-Kapitulation ist es nun mal eben so, dass gigantische Bitcoin-Bestände verkauft werden müssen und das eben relativ schnell. Dabei will man den Kurs nicht unter Druck setzen und nutzt unter anderem eben die OTC-Desk. Das Problem, was hieran entsteht, von beispielsweise seitens Coinbase, ist natürlich, dass sie jetzt diese 100.000 Bitcoin gekauft haben, die zwar zum Kaufzeitpunkt 7 Milliarden wert sind, durch die Kursschwankungen des Bitcoins allerdings natürlich auch mal mehr, mal weniger wert sein können. An dieser Stelle geht Coinbase bzw. der OTC-Händler dann einen delta-neutralen Trade ein. Das heißt, sie haben ja quasi 100.000 Bitcoin. Das ist quasi, als wenn du diese 100.000 Bitcoin mit einem Einerhebel long hast. Steigt der Kurs, sind sie mehr wert. Fällt der Kurs, sind sie weniger wert. Auf der anderen Seite geht der OTC-Händler jetzt einfach einen Counter-Trade ein und setzt quasi einen Einerhebel auf einen fallenden Kurs. Was passiert jetzt? Ganz einfach, wenn der Kurs steigt, wird deine Spot-Position mehr wert, deine Short-Position allerdings weniger wert. Das Ganze gleicht sich in der Mitte aus, sodass du eine delta-neutrale Position hast, was natürlich auch andersrum funktioniert, sollte der Wert der Position reduziert werden, steigt dafür dein Short-Trade, was eben diese Position plus minus null ausgleicht. Das heißt, der OTC-Händler hat hier lediglich das Ziel, eben Bitcoin für einen günstigeren Marktwert zu kaufen, diese Position delta-neutral zu halten und dann später wieder zu verkaufen. Und da casht er gleich doppelt ab, denn diese Bitcoin werden natürlich an einen Händler verkauft, wie MicroStrategy, der nicht möchte, dass dieser Kauf den Kurs nach oben treibt. Denn ähnlich wie du bei einem Verkauf nicht den Kurs dumpen möchtest und damit immer weniger für deine Bitcoin bekommen möchtest, willst du natürlich auch, wenn du große Bestände kaufst, nicht den Kurs nach oben treiben und immer mehr pro Bitcoin bezahlen. Hierbei casht der OTC-Händler jetzt wieder ab. Diese Bitcoin haben vielleicht einen Marktwert von 7 Milliarden. Er verkauft sie allerdings dem Käufer für 7,2 Milliarden, macht dadurch also einen gigantischen Profit. Würde der Käufer diese 100.000 Bitcoin vom Spotmarkt kaufen, müsste er auf der anderen Seite eben den Kursanstieg in Kauf nehmen und deutlich mehr als 7,2 Milliarden US-Dollar final für diese 100.000 Bitcoin zahlen. Ihr seht also, diese OTC-Desk werden im Hintergrund verwendet, um eben große Käufer miteinander zu connecten. Der große Vorteil an OTC-Desk ist, dass sie so wie jetzt im Sommer einen stärkeren Abgabedruck auffangen, da diese Bitcoin quasi in eine delta-neutrale Position verschoben werden. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Nachteil, dass wenn die institutionelle Kaufkraft bzw. das Käuferinteresse ansteigt, sie sich erstmal an diesen OTC-Desk nähren bzw. von diesen kaufen, bevor sie hierbei auf den freien Markt zugreifen müssen und eben Bitcoin von den direkten Börsen kaufen müssen. Gerade jetzt während des Sommers sahen wir eben, dass die OTC-Desk-Bestände massiv angestiegen sind. Sie belaufen sich derzeit auf 415.000 Bitcoin, das sind rund 25,8 Milliarden US-Dollar. Im Mai lag diese Zahl noch bei 189.000 BTC, also seit Mai des aktuellen Jahres sind diese OTC-Desk-Bestände um 226.000 BTC bzw. 14 Milliarden Dollar angestiegen. Hätte man das Ganze nicht an die OTC-Desk verkauft, sondern auf dem freien Markt, hätten wir einen massiven Abgabedruck während der Sommerphase gesehen und würden jetzt deutlich tiefer dastehen, als wir derzeit dastehen. Der Nachteil ist natürlich, dass jetzt, wo das Käuferinteresse zurückkommt, diese Bitcoin erstmal von den OTC-Desk gekauft werden. Das heißt, während es vor ein paar Monaten niemanden gejuckt hat, dass die Verkäufe keinen größeren Abgabedruck ausgelöst haben, regen sich die Leute jetzt darüber auf, dass sie institutionell die Bitcoin von den OTC-Desks kaufen und eben keinen Kursanstieg auslösen. Man kann das Ganze jetzt also als extrem negativ betrachten. Am Ende des Tages ist es ein logisches Geschäft, vor allem für die Institutionellen, die hier im großen Stil traden. An dieser Stelle stellt sich natürlich auch die Frage, okay, jetzt haben wir mehr als 400.000 Bitcoin im Wert von über 25 Milliarden Dollar in den OTC-Desk, bis die abverkauft sind und wir dann eben durch die institutionellen Käufe einen tatsächlichen Kursanstieg erleben, dauert es ja mit Sicherheit. Und ja, das stimmt, bis die OTC-Desk geleert werden, das dauert natürlich einiges an Zeit. Dabei müssen die Bestände auf den OTC-Desk allerdings nicht auf Null zurückfallen. Wir sahen beispielsweise im Jahr 2021, dass der Bodenbereich der OTC-Desk bei rund 250.000 BTC lag, 2024 bei ungefähr
1700 BTC. Das heißt, diese OTC-Desk werden nicht komplett leer gelutscht. Wenn hier immer weniger Bitcoin auf den OTC-Desks sind, dann wird es am Ende des Tages eben dazu führen, dass sich die institutionellen Käufer auch nach anderen Möglichkeiten bzw. eben auch vom Spotmarkt kaufen. Und genau das ist einer der beiden potenziellen Gründe für Kursanstiege. Entweder sehen wir, dass das OTC-Angebot so gering ist, dass die Institutionellen vom freien Markt kaufen müssen und damit einen massiven Kursanstieg auslösen, oder wir sehen, dass das Retail-Interesse zurück ist und eben Leute wie du und ich kaufen. Denn wir haben natürlich keinen Zugriff auf OTC-Bitcoin, da wir einfach zu geringe Mengen pro Person kaufen. In der Menge bei hunderttausenden Investoren akkumuliert sich hierbei allerdings natürlich eine ganze Menge, die am Ende des Tages dann auch dazu führt, dass der Kurs ansteigt, auch wenn die OTC-Desk relativ voll sind. Wir sehen natürlich auch, dass Vale und Co. gerne zu Bullenläufen ihre Bitcoin OTC verkaufen. Das heißt, die OTC-Bestände steigen an während eines Bullenlaufs bzw. eines Bullenmarktes, da man eben quasi als Institutioneller dumpen kann, ohne den Kurs unter Druck zu setzen. Die OTC-Bestände steigen also an, während der Kurs ansteigt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass bei fallenden Kursen die Institutionellen ihre Bestände weiter aufstocken und sich weiter eindecken, was dementsprechend dazu führt, dass die OTC-Bestände sinken. Man kann das Ganze jetzt natürlich scharf kritisieren, denn laut dieser Grafik und den historischen Daten könnte man entnehmen, dass wir quasi faktisch jetzt das Bullrun-Top bereits gesehen haben. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass sich gerade im aktuellen Jahr einiges signifikant geändert hat. Durch die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs ist der Bitcoin auf der breiten Masse deutlich regulierter und akzeptierter. Wenn selbst der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock mit mehr als 10 Billionen US-Dollar Asset Under Management Werbung dafür macht. ETFs und Co. sind gekommen. Das heißt, dass allgemeine institutionelle Interesse ist angestiegen und dementsprechend auch das potenzielle Interesse an OTC-Trades. Und genau diese Entwicklung sehen wir, während wir noch bis zum Jahr 2022/23 gesehen haben, dass der OTC-Markt mehr so ein Schattenmarkt war, sehen wir nun durch die Institutionalisierung und die Legitimation des Kryptomarktes bzw. des Bitcoins das Interesse an natürlich institutionellen OTC-Desk weiter ansteigt. Die Nachfrage nach großen Marktplätzen für große Marktteilnehmer im Hintergrund steigt an, was in Zukunft wahrscheinlich dazu führt, dass der OTC-Handel definitiv bestehen bleibt, tendenziell sogar wieder größer werden kann. Ich hoffe, das klärt dann auch die Fragen, wieso sinkt BTC denn, wenn die Wale sich angeblich die Taschen voll machen, und wie viel Bitcoin liegen noch auf den OTC-Desk und wie kaufen die ETFs nach? Die ETFs kaufen hierbei auch teilweise OTC, ist ja auch logisch. Coinbase ist einer der größten OTC-Trader und gleichzeitig ist Coinbase der Custodian bzw. der Aufbewahrer für fast alle Bitcoin-Spot-ETFs. Es liegt also hierbei relativ nahe, dass wir hier natürlich viele OTC-Trades haben. Wie gesagt, man kann das Ganze jetzt natürlich relativ bärisch betrachten. Seit dem Tiefpunkt der OTC-Reserven sind diese um mehr als 200.000 BTC angestiegen. Jetzt kommen wir allerdings auf eine Grafik, die leider in diesem Zusammenhang nie gezeigt wird, und zwar die Börsenreserven. Denn während die OTC-Desk-Bestände zwar um knapp über 200.000 BTC angestiegen sind, sind die Börsenreserven um mehr als 500.000 BTC, also mehr als die doppelte Menge, rückläufig gewesen. Direkt verfügbaren Bitcoin auf den Börsen und OTC-Desk insgesamt sind also netto negativ über die letzten anderthalb Jahre um über 250.000 BTC zurückgegangen. Und das ist immer noch tatsächlich relativ wenig, wenn man berücksichtigt, dass wir seit dem Höhepunkt 2020, wo die Bitcoin-Börsenreserven den Höchststand erreicht haben, diese Reserven um 4,33 Millionen BTC zurückgegangen sind. In den letzten vier Jahren wurden mehr als 4,3 Millionen Bitcoin von den Börsen abgezogen. Ja, und jetzt kacken sich einige Leute ein, weil auf den OTC-Desk derzeit 400.000 BTC liegen. Das sind nicht mal 10% der Bestände, die in den letzten vier Jahren von den Börsen abgezogen wurden. Man muss das Ganze definitiv berücksichtigen und es zeigt auch den Weg zur Institutionalisierung. Die Börsenreserven sinken. Wenn die Bitcoin wieder auf die freien Märkte kommen, werden sie oftmals von den OTC-Märkten aufgesammelt und dementsprechend bleibt der Trend trotz der steigenden OTC-Reserven klar. Es sind immer weniger Bitcoin, die hier zum freien Verkauf zur Verfügung stehen, was am Ende des Tages meiner Meinung nach weiterhin ein positives Signal bleibt. Man darf sich also nicht nur eine Perspektive anschauen, sondern muss den Gesamtkontext berücksichtigen. Und wir dürfen ebenfalls nicht vergessen, dass einer der wichtigsten übergeordneten Trends immer noch für uns spricht, und das ist die Geldmengenentwicklung. Denn Bitcoin hat in den vergangenen Jahren, im vergangenen Jahrzehnt immer sehr effektiv auf die Geldmengenausweitung reagiert. Steigt die Geldmenge global an, steigt in der Regel
auch der Bitcoin an. Es ist ein einfaches Angebot- und Nachfragespiel und der Grund dafür, warum ich übergeordnet fürs nächste Jahr auch weiterhin bullish bleibe. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Denk daran, kurz eine Bewertung dazulassen. Vielen Dank, bis morgen, schönes Wochenende noch. Ciao, Freunde.